Willkommen bei Let's Play Minecraft, liebe Freunde. Ich bin Quecksilber und ihr seid hier genau richtig, nämlich bei Let's Play FK. Ja, ich habe ein bisschen offscreen gearbeitet. Das hatte ich euch ja im letzten Let's Play, wollte ich sagen, im letzten Video schon erzählt. Nicht nur, dass ich hier den Fußboden ausgetauscht habe und da hinten, das hatte ich noch gar nicht gezeigt, diesen Fels da an, der war so ausgehöhlt worden von mir, den habe ich nochmal wieder aufgebaut. Ja, weil der sah irgendwie so hässlich aus sonst. Ja, aber jetzt eben gerade zwischen den beiden Videos habe ich noch ein bisschen Eier von den Hühnern gesammelt und mal die ganzen Sachen fertig sortiert. So, dass wir jetzt eigentlich, ja, eigentlich uns auf den Weg machen könnten. Und zwar ist es jetzt morgens früh. Ursprünglich wollte ich mich ja auf den Weg machen. Dann, wenn es eher Richtung Abend geht. Aber ich habe mich jetzt entschieden, das anders zu machen. Und zwar als allererstes, deswegen packe ich auch unbedingt einen Kompass mit ein, zuerst mal die Umgebung zu erkunden. Nämlich die nahegelegenen Inseln. Was nehmen wir jetzt mit rein? Das ist ja eigentlich egal. Wird ja eh alles automatisch gesammelt. Ja. So habe ich alles mit, was ich denke, brauchen zu können, um, ja, ein neues Lager aufzuschlagen. Jetzt habe ich hier das Ei mit drin. Egal, die tun wir jetzt hier oben mit hin. Das ist doof, die sind immer nur noch bis 16 Stapel. Ich würde bloß mal gerne wissen, warum. Wo hackt das da, dass die irgendwie eine Binärstelle den... Nee, das ist ja nicht ein, das sind ja mehrere, die da fehlen, oder? Bis zu 64 sind dann zwei Binärstellen, die da fehlen würden. Warum? Egal, halb so wild. Gibt wesentlich Schlimmeres. Und ich würde sagen, wir machen uns dann mal einfach auf den Weg. Der Kompass wird uns führen. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb... Nein, ich wollte jetzt den Kompass nicht ins Wasser schmeißen. Weshalb ich hier so ein Lager aufbaue. Ist da so eine kleine Insel eigentlich schlecht erreichbar? Das Problem ist, hier ist der Spawnpunkt. Ich bin hier neben gespawnt. Ich glaube sogar dort, hier in dieser kleinen Bucht bin ich ja gespawnt. Und das führt eben dazu, dass wo immer ich hingehe, es genau einen Punkt gibt, den ich von überall aus mit dem Kompass wiederfinden werde, nämlich den Spawnpunkt. Und das heißt, egal wo ich mich hinbegebe auf der Karte, der einzige Punkt, zu dem ich von überall eine Chance habe, garantiert zurückzufinden, ist nun mal diese Insel. Und deswegen will ich daraus so eine Art Hauptquartier machen. Kann ja jetzt leider kein sonderlich praktisches Hauptquartier sein, weil es eben ja, auf einer Insel ist. JWD von allem. Im Prinzip. Ach so, ja, sorry. JWD ist berlinerisch für ganz weit draußen. Quasi für Sachen ganz weit weg. Wohl ursprünglich nur für Orte außerhalb Berlins, aber ich glaube, die Bedeutung hat sich mittlerweile etwas erweitert. Oh, das ist doch mal ein schicker Felsen hier, ha? Ach so, in welche Richtung fahren wir jetzt überhaupt? Ach du Schande. Wo ist das? Ah, vierte Zeile von unten. Richtung Süden fahre ich jetzt gerade. Boah, meine Güte, da haben sie aber was gemacht mit der Anzeige da. Und Moment, was ist das? Ist das hier Kies oder ist das da schon? Ach ja, das ist Kies. Ich dachte, da ist schon eine von den neuen Gesteinsarten gespawnt. Da bin ich jetzt auch gespannt drauf, wie weit ich wegfahren muss, um auf neu gespawnt... Oh, wie süß, ein schwebender Erdblock mit einem Blümchen drauf. Süß. Jo, also diese Insel sieht schon mal auch sehr schick aus. Die sieht richtig schick aus. Cool, die gefällt mir. Da kann ich Farbstoffe farmen auch. Ob ich das mache? Fall die einfach mal im Kopf. Also Richtung Süden ist... Diese dicke Insel, da hinten ist nochmal irgendwie so ein flaches Ding.
Ich habe irgendwie das Gefühl. Moment, ist das eine Insel? Oder ist das beginnendes Festland? Weil das Problem ist, die 1.8 hat Probleme, Landschaft nachzuladen, während ich mich bewege. Und davon hängt es nichts ab. Es hängt dabei nicht davon ab, wollte ich sagen, ob ich mich langsam oder schnell bewege. Das bleibt ja nicht mal stehen. Das sieht so groß aus. Ist das der Festland schon? Aber es wäre, wenn dann Wüsten. Das wäre irgendwie. Ich dachte, ich finde irgendwas Schönes Grünes. Da ist doch mal was Grünes. Ja, nee, was ich sagen wollte, 1.8 hat Probleme mit Nachladen der Landschaft, während ich mich bewege, was jetzt schon wieder ein bisschen besser ist, aber immer noch ein bisschen zu merken. Ui, das ging ja fixer zum Festland, als ich dachte. Wie sind denn da zwei unterschiedlich farbige Papyrus-Dinger? Gelb und grün. Hä? Mal kurz gucken. Ah, mein Boot kaputt. Blödes Ding. Also hier ist. Wo ist denn das Biom? Wo ist denn das Biom? Ach da. Strand. Und hier ist. Desert. Ah, okay. Und hier ist River, okay. Cool. Aber ich merke gerade, ich hatte vorhin zwischenzeitlich mal kurz die Schwierigkeit umgestellt. Das ist natürlich ein ganz klarer Regelverstoß unseres Let's Plays hier, dass ich beim Spielen die Schwierigkeit auf friedlich stellen habe. Das wollte ich ja nicht. Siehst, jetzt steht hier, da steht es auch. Difficulty 0,75. Sozusagen drei Viertel. Gut. Jetzt. Oh. Oh, das sieht hier nach Höhlen aus. Und das sieht nach. Hä? Aber es ist eine Wüste. Hier möchte ich nicht unbedingt sein, wenn es dunkel wird. Leute! Ich will hier nicht von Viechern gefressen werden. Ein Kaktus! Ein Kaktus, damit kann ich endlich grüne Farbe machen. Ey, wie cool ist das denn? Und natürlich kann ich mit dem Kaktus auch noch mehr machen. Ich kann nämlich Mobfallen bauen. Was ich aber noch nicht unmittelbar anstrebe. Gut. Aber ich muss eines bedenken, ich kann nicht viel sammeln. Ich habe nur 1, 2, 3, 4 freie Slots und der eine ist jetzt schon mit den Kaktussen belegt, sozusagen. So, was machen wir jetzt? Sonne geht unter. Begebe ich mich wieder aufs Meer raus oder baue ich mir einen ganz, ganz fix einen Unterschlupf? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wo ist denn der hin? Egal. So, den Einzelnen lassen wir mal hier stehen. Und die muss man ja echt meiden, die Dinger. Aber wenn die gegenrennt, dann ist ja nicht zu sch Na, toll. Nicht zu spaßen mit. So. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Moment, 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 Moment. Ich bin ja. Hey. Ich bin ja du. Schweinchen. Cool. Kommt her, diesen kleinen. Ja, Schweinesteaks, oder? Doch, nee, die sind so süß. Nee, ich brauche im Moment nichts zu futtern, also lasse ich die mal in Ruhe. Die werde ich mal in Ruhe lassen. Ja, aber. Ich baue jetzt einfach hier ein Bett auf. Schlafe ich die Nacht durch. Und dann können mir die Viecher gar nichts, würde ich mal sagen. Das würde ich dann mal sagen, da können mir die Viecher gar nichts. Joa. Hier ist schöner Wald. Das sieht sehr schick aus, so ein bisschen flach. Hier hat's. Oh, einen Lichtfehler.
Auf jeden Fall eine schöne Gegend. Die Frage ist, will ich mich hier schon niederlassen? Wollte ich noch ein bisschen erforschen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall begebe ich mich jetzt erstmal ins Bett. Und dann gucken wir mal weiter. So. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Wieder morgen, meine Güte, die Sonne kann aber schnell rumgehen, wa? So, Bettchen, komm. Komm zu Papa. So, hier sind auf jeden Fall Schweinchen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und hier ist Sand und hier sind Kakteen. Aber irgendwie weiß ich nicht. Ich bin ja auch sehr schlau, dass ich von der Stelle weggehe, wo ich angelangt bin. Das ist ein bisschen doof. Aber ich suche jetzt einfach die Stelle am Strand, wo ich am nächsten dran bin, wo ich hier der Kompass hier schön nach Hause zeigt. Das wird vermutlich auf der Spitze da vorne sein, ob ich da bin. Ich möchte jetzt nämlich einen Wegweiser bauen. Das Problem ist, Minecraft kannst du ja nur immer so. Ah, hier ist dieses. Oh, das sieht interessant aus. Ah, hier. So. Jetzt zeigt er wieder schräg. Weil ja, ich kann ja nur gerade Ecken bauen. Also rechtwinklig meine ich. Deswegen wird das schwierig, einen schrägen. Beziehungsweise unmöglich, einen schrägen. Na, sag schon. Granit gefunden! Oh, wie schön! Oh, wie schön! Und Eisen. Lava. Wow. Sehr schick. Ja, nee, mein Ziel ist es ja so ein. Ach, da ist die Insel. Das ist die Insel mit den Blumen. Die nennen wir einfach mal Blumeninsel. Da leben die Blumenkinder. Ja, nee, ich baue jetzt einfach hier an den Strand. An diesem Strand hier baue ich jetzt einfach ein Dings hin. So. Gut. Das heißt, ich brauche Steine. Und eigentlich bräuchte ich auch ein Schild. Mal einfach mal so. Bob. So, ach, da springen wieder drei Schilder raus. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist ja eigentlich in Ordnung. So. Ah, falsche Taste. So. So, jetzt ist das schon fertig, was ich gerade eben bauen wollte, denn ich habe aus Versehen falsche Taste gedrückt. Ja, da ist die Blumeninsel. Ja, das ist immer nur in der Ecke zu sehen. Irgendwie ist das mit den Entfernungen ein bisschen doof in Minecraft. Egal, lässt sich nicht ändern. Ja. Das nur als kleiner Wegweiser, die hübsche Säule da und ja, mal gucken, was wir jetzt machen. Ja. Ich denke, es ist vernünftig, erstmal zurückzugehen. Wieder zum Ausgangspunkt und
Da wäre auch so ein bisschen die Gegend zu erkunden und Fackeln zu setzen. Vor allem. Oh. Oh, das sieht ja cool aus. Machen wir gleich mal eine Markierung hin, ja. Weil ich neige manchmal dazu, einfach lang zu rennen und dann irgendwo reinzufallen. Ja. Die brauchen wir da nicht, aber da hinten sind noch irgendwie so eine. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ja, mach ich mal Stein zu. Ja, da würde man so schnell nicht wieder rauskommen. Das ist ungünstig. Insbesondere, wenn dann, sag ich mal, kommt und sagt, oh, jetzt hier mit Monster kämpfen, dann landet man auf einmal in so einem Loch. Am besten dann noch drei Zombies obendrauf oder ein Skelett und dann ist Sense. Nee, das möchte ich nicht haben. Und hier haben wir noch so einen Gang. Sind das irgendwie verkappte Schluchten oder was ist das? Geht's hier weiter? Oh, hallo Skeletti. Uah, weg. Blo Ei, Mann! Das heißt, du hast schon einen Pfeil im Hintern. Na toll! Doch, ich gehe noch mal rein. Ich gehe noch mal rein. Das lasse ich mir nicht gefallen von diesem dämlichen Knochenheini da. Ja. Hä? Was ist denn nur los? Wieso verbrennt der? Hä? Ist da Lava oder was? Nee. Und vor allem, wo ist der zweite hin? Also hier geht's schon mal weiter. Das ist gut zu wissen. Das können wir später mal erkunden. Und ja. Mal gucken, was die Sonne sagt. Die Sonne sagt Abend. Oh, ich habe vergessen, Fackeln zu setzen auf dem restlichen Weg. Das ist natürlich ungut. Das muss ich noch nachholen. So, und dann werde ich jetzt ein paar Fackeln. Ja, glaube, hier ist eine gute Stelle. Da werde ich sowohl Fackeln aufstellen, als auch mir ein Bettchen aufstellen und euch schon einmal Tschüss sagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte den Daumen hoch da. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch von den nächsten Videos informiert werdet, wenn die rauskommen. Bis zum nächsten Mal, euer Quecksilber. Ciao.